Herzlich willkommen zum neuen Video. Und heute sind wir mal wieder in der YouTube-Welt. Und zwar haben wir eine Kuhfarm gefunden, wo auch hier gleich eine Infocard aufgegriffen wird, wo ich die ursprünglich gesehen habe. Und zwar bei iOS 100. Und zwar hat er eine ziemlich coole Kuhfarm vorgestellt und die wollen wir heute jetzt mal in unsere YouTube-Welt einbauen. Ja. Genau. Dafür müsstest du noch eine Kiste machen. Ja, Oder mach du mal. Was könntest du machen? Dann mache ich hier erstmal ganze Kisten und alles. Dann brauchen wir Eisen für einen Hopper. Ja. Hast du gerade eben einen Eimer? Ja, ich habe zwei. Okay. Warte, ich habe dir hier noch einen gemacht. Liegt in der Truhe. Genau, dann kannst du ja immer wieder hier vorbeischauen, damit die Leute auch mal sehen, was hier so entstanden ist zwischenzeitlich. So. Dann, oh, wir brauchen Redstone, fällt mir gerade so auf. Was? Ich weiß es nicht, ob wir so viel haben. Weiß ich. Nein, wir brauchen, glaube ich, zwei. Das geht ja nicht. Okay. Ja, und wir brauchen Pistons. Schon mal die Fackel und hier zwei Redstone. Perfekt. Ja, und wir haben noch ein Eimer gewesen. Aber egal. Nehme ich mir hier ein bisschen Diorit mit. Das wird nämlich unser Baumaterial. Ich habe gar keinen Hunger. Das ist doch gut so. So. Aus. Dann, oh, wir brauchen Obsidian. Ein bisschen. Ja. Oh, soll ich jetzt das her bekommen? Ja, gut. So. Dann, da darf ich wackeln. Da muss Redstone rein. Ich mache uns mal ein bisschen. Ich brauche nicht mal eine Lichtung. Ja, wollen wir ja, ja auch das Obsidian brauchen, oder kannst du mal gucken, ob wir noch nichts haben? Ja. Wir nicht. Wir brauchen ein paar Rohstoffe wieder. Nee, wir haben kein Obsidian. Schade. Kannst du mal zwei Dispenser machen? Mit einem Bogen Redstone am Stein. Bogen? Mhm. Bin doch abgenutzt. Ich weiß es. Ich glaube aber nicht. Redstone haben wir, glaube ich, auch nicht mehr gesehen. Vielleicht haben wir noch Redstone Blöcke. Mal gucken.
Ah, da ist noch halt so. Das ist gut. Ja, es geht bitte. Das ist gut, weil davon brauchen wir zwei Stück, ne? Und zwei fast ganz komplett. So, dann habe ich jetzt hier auch Holzknöpfe. Brauchen wir nämlich auch dann zur Bedienung. So, warte kurz. Einer muss da drauf, oben drauf in diese Richtung zeigen hier. Und der andere muss. Ne, hier in die Richtung zeigen, wo ich hier stehe. No. Und der andere muss. Also einer so hin und der andere hier so hin. Da, von da platzieren, wo ich stehe. Genau. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann brauchen wir da oben noch einen Block. Und dann Schild. Da ein Schild hinpacken. Oh nein. Hast du noch ein Eisenschwert? Ja, hab ich. Okay. Warte mal. Welche Blöcke kann man denn noch nicht verschieben? Kann man Crafting Tables verschieben? Eisenspitzhacke? Ja. Alles. Einmal hast du ja einen, ne? Ja, habe ich zwei Stück. Aber unten muss auch noch einer, den du mitnehmen kannst. So, Rüstung. Kommst du mal runter? Gib mir mal dein Eisenspitzhacke. Oh ne, ich geb's dir. Dann können wir die kombinieren und dann ist es schon. Warte, nimm mal, mach du das. Oh ja. Ja, aber ich hab keine Lehre. Ah, so. Okay, dann kannst du mal versuchen, Sticky Pistons zu machen. Wir müssen eigentlich noch Slimes und Eisenschwert und Eisenschwert. Ja, ich hab was dabei, Holz habe ich auch. Noch Holzstone. Genau. Wir brauchen zwei. Was? Wir brauchen zwei Sticky Pistons und einen Slime Block. Haben wir dafür noch genug? Ja. Sehr gut. Und was brauchen wir noch? Wo ist eigentlich mein Eis? Ja, unten in der Kiste. Ah, okay. Slime Block. Cool, auch meine Rüstung. Liegt oben drin. Okay. Cool. Dann hast du noch genug Redstone für den Redstone-Block. Ja, haben wir. Cool. Ein. Wir brauchen einen Redstone-Block und einen Glowstone-Block. Sonst könntest du mal ganz kurz ins Leder gehen. Wir haben drei Glowstone-Blocks. Ja. Nein, wir haben es. Ist gut, so. Ein Glowstone-Block, ne?
Ja. Das, das ist so hin. Perfekt. Ja. Okay. Das war's dann schon so ziemlich klar. Also, den Redstone-Block hier drauf, auf den Slime-Block. Auf den Slime-Block drauf. Und den Glowstone-Block, so dass er vom Pisten verschoben wird. Ist der Glowstone-Block noch auf dem Alten? Oder würde da auch ein anderer Block gehen? Da würde auch ein anderer Block gehen, aber es muss so ein komischer, transparenter Block sein. Und ich weiß, dass es damit auf jeden Fall funktioniert. Okay, das funktioniert. Dann, das da sollte auch funktionieren. Und das da. Oh Gott. Da war was falsch. Ah, okay, ich weiß ja schon was. Mondsache holen den Bogen. Ein Pfeil. Hast du noch einen verzauberten Bogen oder ist der schon kaputt? Ich hab, glaube ich, keinen mehr dabei. Nimm. Okay. Dann nehme ich mir den endlich Bogen. Leg mir mein übriges Zeug ab. Wenn wir nicht brauchen. Haben wir noch Glas? Ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt krass in der Antur. Nee, haben wir nicht. Haben wir Sand? Ja, haben wir. Nur eine Spitzhacke, okay, ich habe ziemlich viele Spitzhacken. Wir sollten auch mal wieder unsere Kisten sortieren, fällt mir gerade mal so auf. Nehmen wir ein bisschen. Ja, dann farm ich jetzt noch ein bisschen Holz. Ja, kannst du machen, brauchst du aber eigentlich nicht. Hab ich. Nee. Ja. Genau, farm du mal Holz, dann kann ich nämlich das Holz hier für Holzkohle verwenden. Das wäre praktisch. So, und dann muss ich hier kurz warten, dass Glas fertig ist, und da brauchen wir eigentlich nur noch Obsidian und Lava. Genau, du könntest auch mal einen Lava-Eimer holen. Ja, wo ist Lava? In der Hölle. Ja, genau, wir gehen ja im nächsten Part zusammen in die Höhle. Echt? Ja. Achso, in die Höhle, ja. Und in die Höhle. Oh Mann. Ja, irgendwann mal. Auf jeden Fall brauchen wir ja wieder ein paar Rohstoffe und da müssen wir wieder in die Höhle. So, das ist wieder ein bisschen spannend. Ja. Ich schau dann gleich wieder bei dir vorbei. Ja. Perfekt. So, ich hab die 6 Glas. Dann brauchen wir nur noch das Obsidian. Wie viele Steinspitzhacken hast du? Gar keine. Okay. Ja, da habe ich noch 2. So, sieht gut aus. Ja. Okay. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Doch, genau.
Okay, und Da musst du zwar, auch mal, bevor wir da ich habe gehen, doch zum noch in einer Inventar Kiste gehen. Obsidian gefunden. So. Und hast du zufällig noch einen Joker? Dann ist er verschwunden. Lass mich noch mal in den Inventar gucken. Nee, habe ich nicht. Kannst du noch einen craften? Weil das wäre das Einzige, was jetzt noch fehlt. Außer der Lava. Und dann wäre die Farm auch schon fertig. Fackeln habe ich vergessen bei der Ausrüstung. Das ist noch wichtig. Also, ja. Wir werden wahrscheinlich aufs Screen dann noch ein bisschen Holzkohle braten. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel. Ja, kann man so sagen. Und ich habe offscreen die Chicken Farm repariert. Da hat ein bisschen was gefehlt. Deswegen hat die nicht gescheit funktioniert. Ja. Jetzt sollte die noch funktionieren, hast du ein bisschen was bekommen? Ja, ich habe mal runtergeguckt, das ist aus der Kiste. Wo kommt der hin? Wieder da wie vorhin. Wo? Darüber. Auf den Obsidianblock. Ja. Ja. Okay, ist ja richtig ausgerichtet. Zeig zu mir. Okay. Dann passt es. Dann kann da ein Wasser rein. So. Und dieses Obsidian muss ein Schild haben. Dann da blocken. Da kommt Schild an. So. Oh. Oh nein, ich bin reingefallen. Ob wir noch Fackeln haben oder Kohle. Eine Fackel. Ja. Und die Farm Stellen auf. ist fast fertig, nur die Lava fehlt noch. Kohle? Nee, okay, wir haben keine Kohle und eine Fackel. Okay. Ich gehe für den Rest. Hast du noch einen Eimer? Ein Wassereimer. Hier kannst du mal ganz kurz ins Nether gehen. Und den Lava-Eimer holen. Ja, gleich. Dann können wir nämlich die Folge dann auch beenden. Ja, du kannst ja nach unten gehen und Bei gucken, uns ist ob eine du Hexe alles im hast. Keller. Natürlich die nicht. Jo Leute, an der Stelle sollte es ja eigentlich mit dem ganz normalen Video weitergehen. Natürlich würde ich sonst was machen. Aber dann war leider der Speicher, Alter, der Speicher vom Tablet vom Wolfman voll. Deswegen haben wir offscreen weitergebaut. Und daraus ist jetzt diese Kuhfarm geworden. Funktioniert auch sehr gut. Wenn diese Kuh dann wächst, geht sie in die Lava und da oben sind die anderen Kühe. Ich fliege jetzt mal hier, um es zu zeigen. Kann ich dann einfach füttern. Und ja. Und wieder Babykühe, die können dann hier runterfallen. Und hier kommt dann der Ertrag raus. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!